Jasmin Herren und Philipp Bender, Vollidiot, jetzt rechnen die beiden ab. Es war ihr großes Debüt. Jasmin Herren und ihr neuer Freund Philipp Bender waren zum ersten Mal gemeinsam in einer Reality-Show zu sehen. Wie die Teilnahme bei Forsthaus Rampensau für sie war und ob ihre Beziehung darunter gelitten hat, verraten sie im exklusiven Interview mit InTouch Online. Es ist eigentlich keine Überraschung, dass es in einer Reality-Show auch mal kracht. Doch bei Forsthaus Rampensau, bei Join++, geht es bereits in der ersten Folge ordentlich zur Sache. Tuschelthema Nummer 1, Jasmin Herren und ihr Freund Philipp. Besonders Kandidat Sam Dillon kauft ihnen die Liebe nicht ab, ein bisschen wie Madonna, die hat auch die heißesten Toyboys. Ich glaube, der ist einfach gecastet für die Show, lästert er ganz offen. Autsch. Von solchen Gerüchten will das verliebte Paar aber nichts wissen. Noch vor Ausstrahlung der Sendung haben sie mit InTouch Online gesprochen und verraten, wie ihre Erfahrung in dem Format war. Jasmin Herren und Philipp Bender wollten ihre Liebe in der Sendung öffentlich machen. Warum die beiden überhaupt teilgenommen haben? Wir haben uns entschlossen, dass wir unsere Beziehung öffentlich machen wollen und es kam für uns nicht in Frage, einfach nur ein Foto zu posten, dass wir jetzt ein Paar sind. Es war uns wichtig, dass die Leute sich ein Bild von uns machen können. Und das können sie jetzt bei Forsthaus Rampensau. Sie sehen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sind. Und ich bin sehr gespannt aufs Feedback, so Jasmin Herren exklusiv im Interview. Wir haben uns entschlossen, dass wir unsere Beziehung öffentlich machen wollen und es kam für uns nicht in Frage, einfach nur ein Foto zu posten. Jasmin Herren. Für Jasmin ist Reality TV bekanntes Terrain, für Philipp jedoch war es Neuland. Es war sehr interessant. Ich bin ohne Vorurteile in das Format reingegangen. Es ist natürlich ungewohnt, 24/7 überwacht zu werden. Da war es schon ein Thema, wie geht man auf Toilette, wie zieht man sich um, wie geht man duschen, lacht er. Sonst bin ich da eigentlich ganz entspannt rangegangen. Doch so entspannt die beiden waren, von ihren Mitkandidaten kann man das wohl nicht behaupten. Die größte Herausforderung war es, die Fassung zu bewahren, diszipliniert zu bleiben. Man musste immer die Kameras im Blick haben. Aber auch darauf achten, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wozu können die mich treiben? Das war für mich die Schwierigkeit, weil da doch der eine oder andere Vollidiot, wie ich im Nachhinein sagen kann, drin war. Der geherzt und Feindbilder etabliert hat, von denen ich mich jetzt schon distanzieren möchte, so Philipp ganz offen. Das war für mich die Schwierigkeit, weil da doch der eine oder andere Vollidiot, wie ich im Nachhinein sagen kann, drin war, der geherzt und Feindbilder etabliert hat, von denen ich mich jetzt schon distanzieren möchte. Philipp Bender. Zwischen den Kandidaten hat es also ordentlich gekracht. Aber wieso? Es gab natürlich Zoff zwischen den Kandidaten und der hat sich definitiv gewaschen. Es gab Streit, wegen der reinen Existenz von uns als Paar. Es gab Streit wegen verschiedenen Dingen, wegen dem Duschen, wegen Liebe, wegen Spielen, es gibt so viel Streit, erklärt Jasmin. Und Philipp ergänzt, auch, weil die Charaktere, die da drin waren,
nicht alle, aber ein paar, sich über Streit, Lästereien und asoziales Verhalten profilieren. Das ist mir schwer auf den Magen gegangen, weil ich das teilweise nicht als real empfunden habe, wie sich die Leute dargestellt haben. Jasmin Herren und Philipp Bender sind immer noch total verliebt. Sicher keine einfache Situation, doch das Paar hat ihren ersten Auftritt gut gemeistert. Man lernt sich akut auf engstem Raum wirklich gut kennen. Man lernt viel schneller, wie der Partner in Extremsituationen reagiert, welche Fähigkeiten er hat oder nicht hat. Und da habe ich mich teilweise bei Philipp auch gewundert, positiv, wie negativ. Aber ich denke, er sich bei mir auch. Man wächst über sich hinaus, verrät Jasmin. Besonders herausfordernd war sicher auch, dass die beiden beim Einzug gerade einmal 6 Monate lang ein Paar waren. Es war eine Extremsituation, direkt nach einem halben Jahr. Sich dann quasi darauf einzulassen und mit Dingen konfrontiert zu werden, aus Jasmins Vergangenheit, mit Hass und Aggressivität, dafür haben wir das gut gemeistert und ich bin sehr stolz auf uns beide, so Philipp. Und zum Schluss gibt es eigentlich nur noch eines zu sagen, wir sind immer noch zusammen, wir sind ein Paar, wir lieben uns, und werden das noch sehr lange bleiben.